Schließe deine Augen, mach es dir ganz bequem, sorge für Stille um dich herum und in dir. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Stell dir vor, wie du frische Energie einatmest und beim Ausatmen alles loslässt, was sich in der letzten Zeit an schweren, dunklen Energien angesammelt hat. Angst, Sorgen, Zweifel, all das darf durch deinen Atem deinen Körper verlassen, sodass du befreit und gereinigt bist. Stell dir vor, dass in der Mitte dieses Raumes eine Lichtsäule entsteht. Sie strömt aus dem Himmel durch den Raum, hinunter durch die Erde und wieder ins Universum. Diese Lichtsäule ist wie ein großer Energiestaubsauger. Sie nimmt alles mit, was du nicht mehr brauchst, damit es nicht mehr in deinem Feld kleben bleibt. Stell dir also vor, dass du alles beim Ausatmen in diese Lichtsäule hineinschickst, was du längst nicht mehr brauchst. Dazu zählen auch Glaubensmuster, Selbstzweifel, Minderwertigkeitsgefühle. Denn dafür gibt es keine Veranlassung. Du bist eine wundervolle, strahlende, kraftvolle Seele, die in einem wahrhaft wundervollen Körper hier auf der Erde Erfahrungen sammelt. Du bist Liebe auf zwei Beinen, liebenswert, wertvoll, einzigartig. Und alles, was du dir im Laufe deines Lebens an Zweifeln und anderen dunklen Energien eingeladen hast, um mit ihnen zu spielen, kann jetzt gehen. Denn jetzt ist die Zeit gekommen, dein System so nachhaltig wie möglich zu reinigen und zu befreien. Das Universum unterstützt diese Form der Befreiung zutiefst. Die Welt hat sich in einem Maße verändert, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, dass die Wahl, der Fokus, die Entscheidung nur noch bei dir selber liegt. Möchtest du weiterhin niedrig schwingen und dich vom Sog der Gesellschaft und der Welt vereinnahmen lassen? Oder möchtest du dich aufschwingen in eine neue Dimension, eine Zeit des Bewusstseins, des Friedens und der Liebe? Diese Erde bewegt sich immer stärker in ihrer Schwingung hin in die Non-Dualität, in das Eins-Sein. Wir befinden uns immer noch im Übergang. Und deine Gefühle und Entscheidungen beeinflussen dein eigenes Leben. Damit du klar, stark und bewusst deine Entscheidungen treffen kannst, brauchst du ganz viel Energie. Energie ist immer vorhanden, im Überfluss. Es ist an dir, sie in dein Leben einzuladen, in deinen Körper, in deine Zellen. Spüre jetzt ganz bewusst die Energie um dich herum. Fühle sie mit allen Sinnen. Atme sie ein. Höre sie, schmecke sie. Sieh sie vor deinem inneren Auge tanzen.
fühle, wie die Energie dich durchdringt, wie sie von außen nach innen strömt, durch deinen Atem, deine Haut, durch deine ganzen Zellen. Und fühle, wie sie dann wieder nach außen strömt, ein ständiger, ewiger Kreislauf. Je bewusster du diesen besonderen Kreislauf beobachtest und lenkst, desto stärker und stabiler bist du in deinem Leben. Öffne deine Sinne und spüre, wie die Energie um dich herum für dich aussieht, wie sie sich anfühlt, wie sie schmeckt. Energie verändert etwas in dir. Sauge sie jetzt ganz bewusst in dich hinein und spüre, wie sie deine Zellen durchdringt. Spüre, wie sie in deine Zellen eintaucht und alles, was in diesen Zellen ist, anregt. Diese Energie, wir nennen sie Lichtkraft, eine neue, frische Energie auf diesem Planeten, dringt in die Zelle ein und regt sie an, loszulassen, was diese einzelne Zelle an Ballast mit sich herumschleppt. All die Dinge, die sie durch Nahrung, Umwelt, Gedanken aufgenommen hat und schon längst loswerden möchte, wird jetzt durch die Energie energetisch gereinigt. Es muss nicht erst durch den Blutkreislauf, durch den Verdauungstrakt und dann hinausgelassen werden, sondern die neue Lichtkraft löst diese alten Energien aus deinen Zellen und befreit sie energetisch. Die Energie verpufft sozusagen, ohne dich zu vergiften und zu belasten. Spüre, wie die Lichtkraft durch dich durchfließt und deine Zellen befreit. Du kannst dir auch vorstellen, dass tatsächlich ein Wind durch den Raum weht und der Lichtkraft dabei hilft, alles fortzuwehen, in die Lichtsäule hineinzuwehen, die in deinem Raum ist, und es abzutransportieren. Spüre, wie jede Zelle, die vielleicht vorher noch mit dunkler, verschmutzender Energie getränkt war, nun anfangen kann zu leuchten. Die Lichtkraft hat einen zweiten Effekt. Wenn sie gereinigt hat, füllt sie auf. Sie macht also zuerst Platz in deinem System und kann es dann mit neuer, ganz besonders hochschwingender Energie auffüllen. Spüre diesen Austausch in dir, deine Zellen, Muskeln, Sehnen, Bänder, Knochen, Organe. Alles kann sich jetzt mit tiefen Atemzügen deinerseits regenerieren. Ein Austausch, der sonst mehrere Stunden, Tage, Wochen, Jahre dauert, kann jetzt in kurzer Zeit geschehen. Der dritte Effekt dieser Lichtkraft ist, dass du höher schwingen kannst. Dein System wird feinsinniger, feinspüriger und kann mit einer großartigen Intuition auf das Leben reagieren.
Fühle jetzt deinen Körper von Kopf bis Fuß. Deine Seele durchdringt deinen Körper. Sie ist manifest geworden, Materie geworden. Sie ist zu einem Menschen geworden. Jetzt ist die Zeit gekommen, wirklich zu verschmelzen, wirklich wieder einzutauchen in das All-Eins-Sein. Deine Zellen sind frei, hochschwingend, lichtvoll. Und mit diesem Licht kannst du jetzt mit allen Zellen, Geist, Seele, Bewusstsein verschmelzen mit allem, was ist. Spüre dich selbst in der vollen Hingabe an das Sein an sich. Spüre, wie all dein Licht, all deine Energie mit dem gesamten Kosmos verschmelzen. Mit allen Wesen auf dieser Erde, mit dem Planeten selbst, mit allen Sternen, Galaxien und Universen. Du löst dich auf wie ein feiner Nebel und bist doch immer präsent. Immer du, immer das eine. Untare, tutare, bodhisvat. 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 Du bist das eine, das sich erlebt, erfährt, spürt und genießt. Du bist die eine Zelle, aus der so viele Zellen entstanden. Du bist das Licht und die Liebe, die sich verschmolzen haben zu einem ganz besonderen Menschen. Du bist gleichzeitig fest und weich, Materie, Geist, Energie. Was auch immer geschieht auf der Erde, in dieser wunderschönen Illusion namens Leben, dein Geist, deine Seele sind unsterblich, ewig, frei, unendlich frei. Spüre die Freiheit, die Grenzenlosigkeit. Spüre, wie sich alle Begrenzungen nun wieder in Licht verwandeln und dein eigenes Licht zutiefst befreien. Alle Blockaden, Hindernisse und Herausforderungen schmelzen dahin, denn dein Licht ist pures Feuer. Dein Licht ist pure, lebendige Hitze. Dieses Feuer kann alles wegschmelzen, was dir im Wege steht. Ein Feuer der Liebe,
Du entscheidest, wie du mit diesem Feuer umgehst, wohin du es lenken möchtest. Spüre jetzt, was dich noch in diesem Leben daran hindert, ganz und gar du selbst zu sein. Befreie deine Schwingen, denn in dir ist göttliche Energie. Und die Flügel stehen für die Kraft, die wahrhaftig frei ist. Befreie dich. Dehne dich aus, zieh dich zusammen, dehne dich aus, zieh dich zusammen. Spüre diese Möglichkeit. Spiele mit ihr, genieße sie. Lade die Engel ein, dich darin zu unterstützen. Die Engel sind reine Liebe und Kraft des Schutzes, der Geborgenheit, der Hilfe. Und manchmal, wenn du nicht weiter weißt, ruf die Engel. Lass dich von ihnen führen. Lass dir Impulse schenken, Inspiration schenken für dein Sein. Lade alle Energien ein, dich in Zeiten der großen Aufschwingungswellen zu unterstützen, damit dein Licht immer höher leuchten kann. Dehne dich aus, zieh dich zusammen, dehne dich aus, zieh dich zusammen. So wie es dein Herz tut, mehrfach in der Minute. Spüre die Liebe in dir, die hohe Energie, die Kraft und den Segen des Alleinsseins. Was auch immer geschieht, du bist der Kosmos und Mensch zugleich. Du bist das Göttliche und Menschliche zugleich. Ewig, unsterblich, lebendig. Jetzt komme mit deiner Aufmerksamkeit wieder in deinen wunderschönen, kostbaren Körper zurück. Bewege ihn ein bisschen, spüre deine Arme, deine Beine. Du kannst deine Hände auf dein Herz, deinen Bauch legen, deine warmen Muskeln spüren und fühlen, wie lebendig du bist. Spüre die Zellen, die sich befreit haben und neu leuchten, aufgefüllt, satt gemacht mit großartiger, lichtvoller Energie. Spüre dein Herz, das kraftvoll und gleichmäßig schlägt. Spüre deinen Geist und auch dein Gehirn, Licht durchflutet, verbunden mit der Quelle allen Seins. Spüre die Verbundenheit auch ganz intensiv zur Mutter Erde. Verwurzel dich tief, tief in der Erde, wie ein großer, starker Baum. Ein Baum, der sanft im Wind und selbst im starken Sturm wiegen kann. Flexibel, tief verwurzelt zugleich. Eine starke, leuchtende Krone, verbunden mit dem Universum. Mensch und Seele. Willkommen in deinem Leben, willkommen in dieser besonderen Zeit. Danke, dass du leuchtest. Danke, dass du ein Teil dieser Welt bist. Dann nimm noch ein paar tiefe Atemzüge und genieße vollkommen bewusst das Hier und jetzt.